Moin Moin Kinders und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. So, wir suchen im... Halt doch deine Fresse. Nein, ich bin nicht aggressiv. So, was wollte ich denn jetzt? Wisst ihr was, vergesst es. What? Nö, oder doch? Nee, das ist doch falsch. Oh, ich könnte ausrasten. Da wollte ich doch genau nicht hin. Das wollte ich. Oh, what the fuck, ey. Also war es ja doch halbwegs richtig. Also manchmal weiß ich auch nicht, was da mit mir abgeht. James und Said, ja gut. Ich glaube nicht, dass sie mir viel erzählen werden. Huerta Krankenhaus vielleicht? Ist das sicherlich im Rahmen des Möglichen? Hier ist auch nur Jacob. Purgatory. Als ob. Wir suchen nämlich immer noch jemanden, der uns den Kodex der Ahnen abnimmt. Wütender Elkor. Ich habe den Kodex der Ahnen von Dekuna zurückgebracht. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Erstaunt und erfreut. Wirklich. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielen Dank. Aufrichtig, das wird unserem Volk eine große Hilfe sein. Oh, ich finde die so niedlich. Warte, noch hier. Na gut, Arya, Edie und Joker sind wieder am Abdancen. Alles Klärchen, dann haben wir hier schon mal soweit alles, alles geregelt. Genau, hier muss ich hin. Voll Brain AFK. Gleich schon so ein richtig, richtig guter Start. Ich weiß. Es ist einfach wundervoll. Und da sind Sie sich völlig sicher? Ja. Oh ja. Was machen wir denn jetzt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade nicht so Bock irgendwie auf den Unbekannten. Ne? Das kann man doch auch ein bisschen später machen, oder nicht? Was soll ich jetzt machen? Wir scannen noch ein bisschen. Alter, dass hier auch einfach überall Reaper sind, ey. Überall. Aber das macht's ja gerade interessant. So, den hatten wir ja fertig gemacht. Da würde ich sagen, machen wir einfach mit dem nächstgelegenen weiter, mit dem Athen-Nebel. Weil jetzt ist natürlich das Ziel, die militärische Stärke so hoch wie möglich zu bekommen. Also, habe ich genug Treibstoff? Ich habe genug. Genug, genug. So. Oh ja, noch weiter voneinander weg können die auch nicht sein. Ach, da unten ist auch noch einer. Ja, traumhaft. Gut, versuchen wir es erstmal auf Olisoni. Oh, nein, nicht rausfliegen. Signal bestätigt. Sehr schön. Ganz ruhig, Reapers. Ja. Toll. Okay, einer muss hier noch sein. Oh nein. Da. Komm, das... Voll groß, ey. Ein Gasgigant. Na, da, super. Super, wir haben da schon was gefunden. Ja? Heute noch? Asari-Forschungsschiffe. Finde ich gut. So, jetzt ganz schnell weg hier. Eieiei. So, Orisoni 100%. Das hat doch sehr gut geklappt. Moment, ich fliege hier ein bisschen blöd. Oho. Erstmal voll die Kurve geflogen. Sehr schön. Treibstoff ist ja richtig... Richtig gut. Ich habe etwas gefunden. Okay, die sind noch relativ weit weg. Das war natürlich wieder nur Treibstoff. Aber hier muss noch irgendwas sein. Ah. Reaper Umgang. Gut, dann halt nochmal. Ja, genau, du scheiß Hurenplanet. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, ohne auf den Arsch zu kriegen? Sprung erfolgreich. Ich bin tot, ne? Ich bin sowas von tot. Egal. Ach da. Asari-Kreuzer Nifrane. Ich werde jetzt rausgehen, ich werde tot sein. Oder auch nicht. Erfolgreich. Wird so gut. Wird so gut.
Aber das ist echt gefährlich, vor allem wenn diese Systeme so super klein sind und du schon nach zweimal Scannen die Reaper am Arsch hast, das ist echt unschön. Ich finde, wir sollten mal versuchen, irgendwo zu scannen, wo es vielleicht auch sinnvoll ist. Wo wir vielleicht möglichst viele Dinger abhaken können. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Signal bestätigt. Da. Schon wieder der Dicke. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon wieder der dicke Gasgigant ist. Polista. Ne, falsche Richtung. Da. Da haben wir ihn doch. Alte Hesperia-Statue. Die kann ich dann wieder an das Citadel abgeben. Sehr, sehr schön. Okay. Aber es war leider auch nur die Hälfte. Die halbe Miete, sag ich mal. Okay, tschüss. Reaper Umgang. Diese blöde Ficker sind ja leider auch um einige schneller als man selbst. Da oben ist bestimmt noch was, ne? Ja, ich wusste es doch. ULG-Sprung erfolgreich. So. Oh, das wird auch wieder knapp, ey. Und nur für ein bisschen Treibstoff. Und tschüss. Ausweichen erfolgreich. Richtig meisterhaft gemacht. Also ich muss sagen, es ist definitiv machbar. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so super schwierig ist, aber ist schon manchmal ein bisschen sehr knapp. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel auch viel bessere Ausweichmöglichkeiten. Dafür aber auch einen sehr viel größeren Bereich, den wir scannen müssen. Bist du es vielleicht? Schon wieder diese Hurensohn am Rand, was immer die am Rand sind. Oder auch nicht. Eieiei. Reaper Umgang. Das war aber richtig Knäppchen, ey. Oh, das könnte hier dieser Meteoritengürtel sein. Ist das sowas? Ich weiß es. Ich weiß es doch auch nicht. ULG-Sprung erfolgreich. Ah, jetzt sind Reaper natürlich. Ich habe etwas gefunden. Das ist bestimmt dieser scheiß kleine Ficker da hinten. Ja, ich glaube, die kann ich nicht ausmanövrieren. Ausweichen erfolgreich. Wie gehe ich denn am besten daran? Also auf jeden Fall irgendwie so. Das war schon mal sehr gut. Wow. Kleines Scheißding. Da ist er. Asari-Technikerin. Definitiv sinnvoll für... Gott. Für irgendwelche technischen Sachen. Aber das war leider noch nicht alles. Hier ist noch irgendwo einer. Da drüben. Oh, nein, nein, nein. Oh Mann, ich war doch schon draußen. Das ist doch richtig, richtig die Rotze, ey. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, Kinders. Gut, den haben wir schon mal. Okay, ich gebe zu, es war knapp, aber ich war schon mit halbem Arsch draußen und dann sagen sie, nie, niemals. Aber gut, wir haben ja nicht wirklich was verloren dadurch. Ausweichen erfolgreich. Das ist trotzdem etwas, was ich gerne vermeiden würde. So, wir haben 88%. Ich nehme an, dass hier auf dem Dingens, wo das Massenportal ist, auch nochmal die Action abgeht. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Ich fliege hier nur rum und scanne ein bisschen. Passiert hier nochmal was? Signal bestätigt. Wusste ich doch. Ich wusste es doch, dass hier noch was ist. Gut, hier muss ja auch theoretisch irgendwas sein. Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Asari-Kreuzer Cybain? Keine Ahnung. Wir sind durch, würde ich sagen. Voll geil. Das ging ja auch relativ schnell, muss ich sagen. Vielleicht schaffen wir nochmal ein kleines System zumindest. Nimbus. Ah, schauen wir uns an. Komm, gib ihm.
müssen wir hin. Oh, sieht aber schön aus. Sieht richtig schön aus. Muss ich schon sagen, mein Treppstuhl wird langsam auch ein bisschen Knäppchen. Ich habe etwas gefunden. Bin mir ziemlich sicher, dass hier nochmal was ist. 300, das finde ich sehr gut. Oh, das war's sogar schon. Das heißt, hier kommst du nur für Treibstoff hin. Wundervoll. Ich glaube, mir ist in diesem Spiel, also in der gesamten Spielereihe wohlgemerkt, noch nie der Treibstoff ausgegangen. Darum weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich meine, dass man... Ist hier gar nichts, oder was? Ich weiß, dass es im Mass Effect 2 so war, dass dann die Ressourcen von einem verbraten werden, diese ganzen Palladium-Dinger, was man halt so findet. Warum ist hier nichts? Okay. Na gut, dann sind wir halt umsonst hier hingeflogen. Yeah. Aber hier muss doch was sein. Oh, ist aber auch ein dicker Stern Signal hier. Signal bestätigt. Eieiei. Schnell. Schnell, bevor die Reapers kommen. War ich jetzt nah genug dran? Ich hoffe doch. Bibliothek von Usher. Hm. Interessant. Oh. War der vorher auch da, der zweite? Halli. Halligalli. Achso, wir haben 100% hier. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 33%. Oh. Knapp, knapp, knapp. Und geschafft? Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Oh, sag bitte nicht, dass sie kein Treibstoffdepot hier haben, ey. Aber ich glaube, das ist egal. Nein, das ist nicht. Mist. Okay, wir müssen wiederkommen. Ich habe etwas gefunden. Sein, wir finden hier was Gutes. Strategos. Hört sich an wie Strategos. Sieht auf jeden Fall cool aus. Intakte Reaper-Waffe. Eine Information. Okay. Okay. Akzeptiert. Oh, 750 Einheiten, das ist doch sehr, sehr, sehr großzügig. Aber ich sehe gerade, wir haben hier gerade mal 50%, das heißt, hier müssen auf jeden Fall noch zwei sein. Eieieiei. Auch ganz schön frech, dass die in ein System reinkommen, wo das fucking Massenportal steht. Reaper umgangen. Ah, machst du nix, muss ich nochmal machen. Richtig schlau, dass ich von der Seite wieder reingekommen bin. Komm schon, komm schon. Einmal geht noch. Ja. ULG-Sprung erfolgreich. So, drehen wir uns einmal vielleicht so, sag ich mal. Genau. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, wie man das machen muss, damit man da richtig reinkommt. Man muss halt auf dem System stehen und sich halt richtig drehen. Sehr schön. So haben wir jetzt insgesamt 100. Ah, tatsächlich. Also war da sowieso gar nichts. Gut, dann einmal hier. Oh. Reaper umgang. Jetzt haben wir schon mal 3 mit 100%. Und da fliegen wir schon mal ins Minos Ödland. Wusch. Signal bestätigt. Okay, okay, okay. Bleib ganz ruhig. Fortis. Oh, schöne Färbung. Ich bin begeistert. Ach ja, der Weltraum. Unendliche Weiten. Da. Da ist es doch. Credits. Na toll. Ich weiß zwar nicht, wie man da Credits finden soll an so einem Ort, aber... Aber gut. Hey. Was weiß ich denn schon? Danke. So, 100%. Achso, ich habe sowieso schon insgesamt 100%, sehe ich gerade. Also ist hier anscheinend nichts. Wir sehen uns das trotzdem mal an. Komm, wir sind nicht umsonst hierher geflogen. Lustigerweise sind hier natürlich auch keine Reaper unterwegs.
Wahrscheinlich, weil die wissen, dass es hier nichts zu holen gibt. So ganz nach dem Prinzip, hier gibt es für Shepard nichts zu holen, deswegen werden wir Shepard hier auch nicht finden. Oh. Das war ein Fail auf ganzer Linie. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier auch mal einen Cut. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Folge auch noch weitermache. Ich würde das schon ganz gerne machen. Also das wäre jetzt wirklich für mich so die nächste Aufgabe. Aber vielleicht machen wir doch was Spannenderes zwischendurch. Mal gucken. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 3. Auf Wiedersehen.